SOS, Affenalarm, zieh die Stäbe raus, doch pass gut auf ihnen sitzen Affen drauf, wenn sie fallen, ist es aus. Quatsch, Leute. Und hier mit Herz, willkommen YouTube wieder bei uns. Mein Name ist Soccer Tracks und willkommen zum neunten League of Legends Road to Diamond Commentary hier bei TSFI Pro Gaming. Ja, ich glaube, ich mache den League of Legends Sound mal so ein bisschen leiser. So. Ja, die Einleitung war, glaube ich, jetzt gerade mal so wirklich OP, würde ich sagen. So muss eine Einleitung auch für ein Commentary sein, würde ich sagen. Kurz vorweg, wir sind Platin 2, 94 Punkte. Ich werde, da ich die letzten Kommentare natürlich auch gesehen habe, immer am Ende des Videos einblenden, wie viele Punkte ich dazu bekommen habe, weil mein Aufnahmeprogramm macht das nicht, dass es nach dem Victory oder Lose Screen noch weiter aufnimmt. Das heißt, ich drücke auf Continue, dann kommt der neue Bildschirm von League of Legends, wie viele Punkte ich habe, und das war's dann. So. Und es kommt ja auch vor, dass ich Offscreen Ranked spiele, sei es jetzt für den Stream oder was weiß ich. Da kann es natürlich sein, dass ich dementsprechend dort auch, ja, Ranked spiele und Punkte gewinne, verliere, whatever. Dann fragen mich viele, warum ich immer während des Games meine Einstellungen hier ändere. Das liegt einfach daran, dass ich das Ward am Anfang gerne auf V habe. So, ohne Smartcast. So, die anderen Items im Item Bag habe ich auf der Mausbelegung. So, aber irgendwann bekomme ich Items, die ich aktivieren muss. Also, so wie wichtige, wie Blade of the Rune King oder sonst irgendwas. Und da brauche ich einfach das auf V. Das ist einfach so. So, ich versuche jetzt mal in diesem Game auch ein bisschen was über den ADC zu verraten. Was am Anfang immer gemacht wird, Leute, was ich euch empfehle, die Lane extrem zu pushen. Also ganz viele Auto-Attacks, um möglichst Level 2, bevor die Gegner es werden, zu erlangen. Danach, wenn ihr es nicht schafft, irgendwas zu reißen mit diesem Level 2, weil die Gegner spielen zu passiv und erreichen selbst bald Level 2, dann freest ihr die Lane. Es gibt jetzt keinen Grund, noch weiter Auto zu attacken. Das Einzige, was ich dann mache, ist dem Jungler es ermöglichen, noch stärker zu ganken. Indem wir irgendwie unterm Tower stehen und gar keine Ausweichmöglichkeiten mehr haben. So, wenn jetzt gegankt wird, habe ich immer noch mein E zum Wegfliegen. Oh Mann. War okay. Und die Trades möglichst versuchen, auf dem ADC zu landen und nicht auf dem gegnerischen Support. Weil das ist totaler Quatsch. So, Level 3 haben wir für uns. Ach, komm schon. So. Und jetzt einfach nur Last Hitten. Möglichst nicht von allem getroffen werden. Oh Mann. Ja, das war jetzt gerade richtig scheiße. Ich kann euch die Problematik gerne erklären. Ich werde nicht gehuckt, sondern gepult, sozusagen. Also ich werde einfach ran gezogen. Und ja, Blitzcrank geht all in.
Mit Exhaust, was weiß ich. Ich habe weniger Leben als Caitlyn. Danach kriege ich das Exhaust ab. Und dann fängt Blitzcrank Caitlyn zu hooken. Also, ich habe das gerade nicht richtig sehen können, aber da würde ich lieber ein bisschen passiver spielen wollen. Bis hier Thresh seinen Hook verkackt, weil das hat mich jetzt richtig Minions gekostet. Wie gesagt, ich glaube, 12 oder 13 Minions sind ein Kill. Oder 18 Minions, irgendwie so. Ja, ich glaube, 18 Minions waren es. So. Ich bin jetzt einfach auf den zweiten Dorans gegangen. Seit dem neuen Patch gibt der Dorans auch wieder 3% Lifesteal. Das ist richtig geil. Blitzcrank kriegt es leider nicht gebacken, jemanden zu hooken. Wäre aber auf jeden Fall gut gewesen, weil. Hä? Warum? Ich will den Support nicht harassen. So, Caitlyn hat Vamp Zepter kaufen können. Wie gesagt, sie hatte gerade eben nur 12 Minions mehr und ich hatte nur so 600 Gold. Dann kommt das gut hin. Oh, scheiße, das war schlecht. Ich sollte jetzt wirklich nur freezen. Uns unter den Tower drücken lassen. Zwar nicht zu stark, aber schon so, dass wir hier so stehen bleiben, weil hier kann kein Gank entstehen. Finde ich totaler Quatsch, was das hier jetzt macht. Weil wir fokussen gerade den. Den Support. So, jetzt pushe ich ein bisschen, weil sonst wird das zu viel hier unterm Tower. Ach, komm schon. Boah, ey. Kann doch nicht wahr sein, dass der Thresh nicht stirbt. Oh, fuck. Kriege ich nicht. Kriege ich auch nicht. Den fange ich aber. Der ist da immer noch. So, jetzt baite ich ein bisschen. Weil ich habe halt nur noch Low Life und Caitlyn ist Full Life. Natürlich will sie mich haben. Ah, ich glaube, da ist gewardet. Ich push jetzt einfach, damit ich die letzten Minions noch mitnehme, bevor ich weggehe. Und dann gehe ich auch back. Weil es hat jetzt hier einfach gar keinen Sinn, weiter zu bleiben. Ich bin Low Life und. Ne. Also, gehen jetzt so also langsam auf. Hier. Blade of the Rune King. Wird am Anfang gekauft. Danach probiere ich mal das neue Bild mit Yuumos direkt danach. Weil ich hab sonst immer das Bild von Lucian so gebaut, dass ich gesagt habe: Okay, ich gehe jetzt auf Trinity Force direkt als First Item. Und danach auf die KDU. Macht man anscheinend jetzt nicht mehr so. Anscheinend gehe ich jetzt auf Blade of the Rune King, Yuumos Geisterklinge und dann irgendwie zwischendurch eine KDU. Ich habe von dem neuen Bild echt wenig Erwartung, weil ich muss sagen, klar, Attack Speed schön und gut mit zwei aktiven Items, aber ja, ich lasse mich überraschen, weil der Damage ist dann einfach nicht vorhanden. Aber gegen eine Caitlyn kann ich mir vorstellen, dass Attack Speed doch wichtiger ist als. Warte, wer war das hier in der Mitte? Hier war doch noch einer, oder? Ja, weil Caitlyn wird direkt auf. Normalerweise müsste sie direkt auf KDU gehen. Oh Mann, ey. Ich habe noch nicht einen Hook gesehen, der irgendwie useful war. Komm, nur ein. Als Blitzcrank ist es doch wohl das Einfachste, ein ADC an sich zu ziehen. Die Geschwindigkeit der Hooks stimmen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht zu greedy werde.
Ja, Level 6 wäre cool. Oh, ich will den Headshot nicht. Komm, benutze ihn auf einem Minion. Boah, leck mir doch die Eier, ey. Wie safe man seinen Supporter? Pff. Ja, das ist das Problem. Ich bin halt nicht Level 6 gewesen. Jetzt schnell pushen, weil Caitlyn ist back. Das heißt, die Minions unter den Tower bringen, wenn die Blitz springt. Boah, Junge, ist das dein Ernst? Ich kann es ja nachvollziehen, ne, dass du die Minions auch gerne unter den Tower bekommen möchtest. Aber bitte so, dass ich die Minion-Farm noch bekomme. Meine Güte, ey. Naja, ich bin 14 Minions behind. Mein Minion-Farm nach 11 Minuten ist der größte Crap. Auf der Botlane ist noch nicht ein Kill gefallen. Also so ist alles in Ordnung. So, und jetzt ändere ich das immer, dass ich das auf V lege und das auf das lege. Weil ich gerne das Item per Smartcast aktiviert habe. Klar, ein Bilgewasser-Enter-Messer ist zwar noch nicht so geil. Und da ist er tot. Oder? Ja. Hätte mich auch gewundert, hätte er das überlebt. So, wir haben mit Udyr besprochen, dass wir bis zur 15. Minute warten, bis wir unseren ersten Gank bekommen. Das war so abgesprochen. Oh, komm schon. Aua. So. Was? Oh mein Gott. Das war ein richtig guter Hook. So. Das Einzige, was ich will, ist entweder einen guten Hook von Blitzcrank oder einen Gank. Aber anscheinend bekommen wir davon nichts. Wir sind hier auf der Bot gerade ein bisschen am Arsch. Ich geh B. Das hat keinen Sinn, da zu stehen. Später sterbe ich und dann mache ich es noch schlimmer. Irgendwas passiert jetzt hier. Ja. Boah, was macht der? Was macht der? Ich kann da nichts machen, Mann. Ich habe noch nicht mal einen Assist dafür bekommen.
Jetzt mal ganz schnell B gehen. Minion Farm habe ich ein bisschen aufgeholt. Ein bisschen. Oh Mann, jetzt habe ich mich noch im letzten Moment bewegt. Super geil. Game sieht ausgeglichen aus. Hier, Xin Zhao hat halt 3 Kills, was richtig brutal werden kann, wenn er gankt. Und wie wir mitbekommen haben, hat Xin Zhao noch keine Möglichkeit gehabt, auf der Botlane zu ganken. Wow, Blitzcrank. Das war ein Q mit Karma. Und jetzt fokussen wir Jarvan anstatt Karma, weil. Oh, und Caitlyn kriegt den Kill. Super. Ja. Das passiert. Ja, da können wir nichts gegen machen. Da können wir nichts gegen machen. Die dominieren gerade. 5 Deads auf Fizz. Caitlyn hat 2 Kills bekommen. Obwohl. Okay, stimmt, der Blitzcrank ist da einmal gestorben. Ich habe noch nicht einen Kill. Das ist so das, was mich so ein bisschen mad macht. So, jetzt fange ich an, die Botlane zu pushen, weil so langsam müssten wir auch mal versuchen, wieder in die Teamfights zu gehen. Das bedeutet, wir brauchen die gegnerischen Tower für viel Gold und was weiß ich. Und die versuchen wir jetzt mal hier unten zu holen. Und jetzt rennen. Nein! Nein! Oh, ich habe keinen Mana für den Scheiß. Nein! Die Scheißfalle. Und jetzt kommt halt Udyr. Bisschen zu spät. Hat er jetzt genug Stacks auf seiner Wiggles? 8. Wie viel kann man bekommen? Keine Ahnung, wie das mit der Feral funktioniert. Ich kenne mich da mit dem Item noch nicht aus. Basic Attack, bla bla bla, plus 25 per Feral, bla bla. Aber wann bekommt man so ein Stack? Das ist die Frage. Hallo, ich würde mir das gerne durchlesen. Ach so. Jedes Mal, wenn man Large Monster tötet, bekommt man darauf ein Stack. Habe ich verstanden. Okay, unser Bot Tower ist dann auch irgendwann down gegangen. Caitlyn hat schon ihre KDU, das ist nicht cool. Die haben überall Invis Wards. Überall. Wir haben jetzt 3 Stück gesehen. Na, sauber. Wie ist Udyr da gestorben? Und jetzt gehen wir all in, obwohl wir nicht mal mehr ansatzweise ein Vollteam sind. Aber machen wir.
Und jetzt bin ich mega am Arsch. Oh Mann, ich habe keine Ahnung, wo das Game hinführen soll. Der Damage von Karma. Krass. Krass, krass, krass. An ally has been slain. Enemy rampage. Die können sau einfach einen Baron bekommen. Und deswegen habe ich meinen, also das, was ich gerade eben gesagt habe. Deswegen habe ich meinen mein Blade of the Rune King gerne auf dem auf der V-Taste. Nice one. Ich habe Angst vor der Karma. Ich habe echt Angst vor der Karma. Okay, ist gewordet. Hehe. So, wie viel brauche ich noch für Yumos? Viel zu viel. Boah, leck mir die Eier, ey. Ich habe kein Mana. Ich habe überhaupt nichts dafür. Banshees, I need. Ja, stimmt, Banshees ist echt important hier. Jo. Boah, Alter, was passiert da? Alles auf den... Guckt euch die Caitlyn an. Die steht im Hintergrund. Kann doch nicht. Ich hasse Exhaust. Ja, fuck. Mann, warum engagen die, wenn ich Base bin, Mann?
Und dann zwinge ich mich selbst dazu, da so all-in reinzugehen, ey. Das ist typisch ich. Na, jetzt gibt's SOS-Affenalarm. Alter. Boah, leck mir die Füße, ey. Jetzt habe ich aber gerade alles geforst. Und die hat noch nicht mal Rabadons. Ups. So, und das Item hätte ich jetzt gerne hier. Warum Yumus? Da seine Ulti mit Attack Speed skaliert. Und je mehr Attack Speed ich habe, desto krasser. Moment. Umso krasser wird seine Ulti. Ich zeige euch das gleich. Knallt auf jeden Fall. So, wie viel Crit-Chance habe ich denn jetzt mit Yumus? 15. Ich überlege nämlich jetzt, ob ich jetzt erst auf eine KDU gehe oder auf einen Banshees. Weil Trinity Force fehlt mir auch noch. Ist auch ein wichtiges Item für Lucian. Mir fehlt da noch so viel. Ich glaube, ich hole mir jetzt noch eine Trinity, eine KDU und ein Death-Item. Also nichts mehr mit Penetration oder so. Ach du Scheiße. Jetzt habt ihr gesehen, was ich mit Yumus gemeint habe. Kann ich nichts machen, mein Blade of the Rune King hat nicht funktioniert. Übelster Crap. Ich kann nicht fliegen. Jetzt kann ich auch noch im Benji, so bist du. Vor allen Dingen das Schlimme ist, dass so ein Game noch nicht mal wirklich over ist bei 9 Kills Vorsprung.
Nur gerade eben kam ich zu gar nichts. Also ich konnte jetzt in dem Teamfight relativ wenig reißen. Oh Mann, das ist deren Ernst. Was passiert da jetzt, ey? Super geil. Das Game ist vorbei. Leider Gottes ist dieses Game hier zu Ende. Ich will ja nicht darauf zurückweisen, dass wir das Early Game hart verschissen haben, was natürlich auch der Wahrheit entspricht. Aber ich war ein bisschen skeptisch schon im Champion Select, wo ein Udi mir sagt, er kann vor Minute 15 nicht ganken, weil sein Feral da nicht auf 20 Millionen Stacks ist. Und ja, ich will es jetzt nicht auf den Jungler schieben, weil normalerweise ist immer der Jungler schuld. Und klar, wir haben auch Fehler auf der Lane gemacht, aber ich bin bis zur Minute 15, 17 nicht einmal gestorben und trotzdem wurde die Botlane verloren. Also, das ist dann manchmal nur mal so, da hat der gegnerische ADC vielleicht mehr Skill oder ein Supporter, der mehr Skill hat, aber wir lassen uns nicht vom richtigen Weg abbringen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen in einem neuen Video wieder, wenn es heißt League of Legends Skill 5300 und dann wünsche ich euch noch einen schönen Ferientag und wir sehen uns morgen. Servus! Shave it!